So, hier mit Dr. Dr. Christoph Schmölzer, dem vierfachen Ruderweltmeister und erfolgreichen Zahnarzt und Vortragenden hier beim dritten Business Circle von der Sporthilfe. Die Arbeit meines Vereines macht in erster Linie die Roswitha Stadlober, die Geschäftsführerin ist, und der Michael Hatschiew. Die beiden fahren von Norden nach Süden, von Osten nach Westen in Österreich und versuchen jungen Menschen davon zu überzeugen, dass die duale Karriere, sprich also die Berufsausbildung, die Schulausbildung und die sportliche Karriere vereinbar sein müssen, um einfach später auch im zivilen Leben nach Beendigung der Sportlaufbahn ein Auslangen zu finden, sich einfach einen Lebensunterhalt zu verdienen und die wertvolle Zeit der Sportkarriere nicht brach liegen zu lassen, sondern die Zeit auch für die Ausbildung zu nutzen. Nicht zuletzt werden hier durch den Verein Karriere danach auch Strukturen geschaffen in Zusammenarbeit mit den Universitäten zum Beispiel, aber auch mit der Wirtschaft, das auch zu ermöglichen, weil die Strukturen bislang sind noch nicht so optimal. Also da gibt es noch wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten, aber da wird daran gearbeitet, sehr intensiv sogar. Na, auf jeden Fall, weil es ist natürlich bequem für einen Sportler, das muss gar kein Profisportler sein, aber ein international halbwegs erfolgreicher Sportler über Sporthilfe, Sponsoren bei österreichisches Bundesheer, da kommt schon ein monatliches Salär zusammen, mit dem man leben kann, allerdings keine Zukunft aufbauen. Und das vergisst man sehr oft, wenn die Bequemlichkeit der Trainingslager, wenn man eingebunden ist in einem sozialen Netzwerk aus Verband, Sporthilfe und verschiedenen Strukturen, die den Sport erhalten, vergisst man, dass es auch ein Leben nach dem Sport gibt. Und wir versuchen nicht nur aktiv zu helfen, sondern auch Bewusstseinsbildung zu machen. Das stimmt, ja. Ja, wir bieten zum Beispiel Potenzialanalysen an. Das machen wir gemeinsam mit dem Wifi. Wir greifen auch auf die Potenzialanalysen, die Sporthilfe mit den Sportlern macht, zurück. Beziehungsweise bei Schülern werden eigene Potenzialanalysen angeboten, um hier einfach Möglichkeiten der Berufsausbildung, der Neigungen, der Persönlichkeitsstruktur schon möglichst früh zu erfassen. Sportler können auf Coachings und psychologische Betreuung zurückgreifen, was die Berufs- und die Berufsausbildungswahl betrifft, und zwar sehr aktiv. Wir haben in Österreich derzeit 10 Coaches, die für Kader arbeiten oder mit Kader gemeinsam diese gezielten Beratungsgespräche durchführen. Und wir bieten natürlich auch die Möglichkeit der Lehrgänge an, also zum Beispiel mit dem Wifi, aber auch darüber hinaus Lehrgänge, die einen direkten Einstieg ins Berufsleben oder als Vorbereitung für ein Studium oder einer anderen Ausbildung dienen. Wenn Sie einen Headhunter heute fragen, was die wesentlichen Faktoren in Schlüsselpositionen der Wirtschaft sind, wird er die Soft Skills im Neuhochdeutsch erwähnen. Das sind also die Einsatzbereitschaft, das Durchsetzungsvermögen und auch die Hartnäckigkeit. Das sind Eigenschaften, die Sportler eigentlich mitbringen müssen, wenn sie zumindest national erfolgreich sein wollen. Das sind Eigenschaften, die man auch schwer trainieren kann, die für die Wirtschaft sehr wertvoll sind. Nur das allein reicht nicht ohne Ausbildung. Also wir haben eine Menschengruppe, wir haben Sportler, die diese Soft Skills mitbringen. Jetzt braucht man ja nur, unter Anführungszeichen, die dementsprechende Ausbildung dazu schaffen. Dann sind es auch Späteinsteiger in den Beruf, durchaus Leute, die verlorenes zeitliches Terrain sehr rasch wieder wettmachen können und in Berufen Fuß fassen, die einfach Führungspositionen, aber auch einfach erfolgreich im Beruf sein können. www.sportmitperspektive.at. Okay, dann vielen Dank und hoffen wir, dass viele Sportler dieses Angebot nutzen, weil es bringt uns allen was, es bringt den Sportlern persönlich was und der Wirtschaft sowieso. Ja, danke für das Interview. Dankeschön.